Darf ich dann? Maisit! Wer kommt als Nächster? Maisit, da hätten wir doch dieses kleine Problem mit den Bayern. Ist es das Problem mit der Hypoalpe Adria? Das vollkommen korrekt, Majestät. Ja, aber wir haben doch gesagt, dass wir das wollen, dass die das zurücknehmen. Haben die das noch nicht zurückgenommen? Sie waren wohl dazu nicht dumm genug, Majestät. Ah, was ist mit dem, der dumm genug war, das wieder zurückzunehmen? Wie heißt der Dings da? Majestät, meinen unseren ehemaligen Finanzminister Pröll? Ja, was ist aus dem geworden zum Beispiel? Was ist mit dem? Er begleitet mittlerweile einen gut dotierten Posten im Raiffeisenkonzern. Also im Schubbahnhof für gescheiterte ÖVP-Existenzen gelandet. Ne? Ja, aber dann bringen Sie uns halt einen Bayern her, mit dem wir reden können. Der mit dem Kobold. Bringen Sie uns den mit dem Kobold, mit dem kann man reden, Saftstein. Bedauere, Majestät, Meister Eder oder Gustl Bayerhammer ist mittlerweile verblichen. Ja, dann den anderen, den Polizisten. Bringen Sie uns den Polizisten. Majestät, auch Walter Sedlmayr weilt nicht mehr unter uns. Na, den anderen, diesen Modeschöpfer mit der ausgeflippten Frisur. Bringen Sie uns den Saferstein. Auch Rudolf Mooshammer ist auf tragische Weise aus dem Leben geschieden. Was ist mit den Bayern los? Sind die alle tot? Einer lebt noch, Majestät. Der Satiriker und Kabarettist Gerhard Polt. Aber jede Majestät. Ja. Grüß dich. Servus. Majestät, pass auf, ich hab da was mitgebracht. Das ist für dich was ein Schmankerl. Schau mal her. Das ist eine Guillotine. Ja, für welches Körperteil gehört die? Nein, für den Kopf. Also für Kaiser oder solche Leute. Ja. Das kannst du uns nach Kastel hinstellen. Ja. Als, da kannst du dich daran erinnern, wie es bei dir mal hinausgeht. Verstehst du, da kommt der Kopf rein. Ja. Verstehst du? Und das ist wirklich, ich mag es gern, weil ich bin ein alter Republikaner, ich mag keine Kaiser. Jetzt haben wir gedacht, so kann man es vernichten. Gell? Es ist ein schöner Tod, Applaus, die Leute freuen sich, trinken ein Bier dazu, ein Brezen gibt es, verstehst? Und der Kopf ist dann da drin und dann wird ein bisschen ein Parfüm rein und dann sind halt ein paar Adlige weniger. Ne? Also es ist was Schönes. Das kannst du dann auch. Ja. Merci. Das versteht also der Bayer darunter, eine nette Konversation locker zu eröffnen. Ne? Ja. Ja. Also, da sieht man wieder, dass der Bayer ja, ein Österreicher ist mit besonderen Bedürfnissen. Warte mal, hey, Angestellter. Bloß eine Frage, was kostet bei euch derzeit eine Majestätsbeleidigung? Ich hab 5 Euro, ich zahl's einmal vom Haus aus einmal, na, kann ich ein bisschen beleidigen, wenn ich mag. Na, ja. Also, servus, gell, ist schon gut. Gell, ich darf gehen, ne? Also. So, Majestät, ich freue mich wirklich, dass wir mal da sind, dass wir mal beieinander sind. Das ist ja das Schöne, dass du, Majestät, ein alter Ego hast, ein alter Ego. Und dass du, ich habe ja schon ein paar Mal gesehen, privat auch, also. Du möchtest in die Privatheit hineingleiten, das Kaiser. Früher, ich habe gar nicht gewusst, dass es einen Kaiser gibt. Bei uns gibt es einen Kaiser. Nein, aber kein Kaiser. Und jetzt habe ich. Geh da um, schau her, er wartet schon. Ich will nur sagen, er geht mit mir noch aufs Oktoberfest. Aber das ist ganz was anderes. Wieso haben wir denn nicht auf die Autobahn spielen geschickt? Sei verstanden. Der hätte sie das dann könnte genau untersuchen können. Ne? Man sieht hier, dass die Österreicher und die Bayern sich doch nicht so gut verstehen, wie oberflächlich angenommen. Vielleicht haben sie deshalb die Hypobank nicht zurückgenommen. Na, wieso haben wir denn überhaupt eingeladen, sei verstanden? Majestät, Herr Bolt gilt als ein messerscharfer Beobachter des bayerischen Wesens. Ein kleines Oeuvre aus seinem Schaffen, zum Beispiel Kehr aus, man spricht Deutsch oder Herr Ober. Ich erzähl, Majestät, erzähl mir was. Wir haben eigentlich gar nicht viel zu erzählen, außer dass wir diese Hypo eigentlich wieder gern loswerden wollten. Gell? Ja, das ist mit der Hypothek, das ist eine Hypothek. Ich darf sagen,
Wir lösen das einvernehmlich irgendwie. Ne? Wie denn? Ne? Ganz einfach, wir leihen uns das Geld auf der Weltbank. Ja. Und zahlen es halt nicht mehr zurück. Ne? Ne? Das ist ein sehr vernünftiger Vorschlag grundsätzlich, sehr verlockend. Ja, wenn es nicht auffällt, ist es angenehm. Wir haben einen Vorschlag. Ja. Machen wir Folgendes, machen wir Finanzpoker. Mhm. Ja? Ja. Ja, wir zwei als quasi Oberhäupter unserer Länder ja, spielen um die Hypo. Der verliert, der muss behalten. Spielen wir zwei halt statt schwarzer Peter, spielen wir blauer Hypo. Den Spieltisch. Wir geben ihm die Chance, an Geld zu gewinnen. Zu Befehl, Majestät, vormärz, Biedermeier. Ich will es nicht gewinnen, ich will es kriegen. Wenn man gegen einen österreichischen Adeligen spielt, ist das dasselbe. Na, das kann sein, da hast du recht. Na. Jetzt auch. Also, da schau her. Komm her mal. Das nennt sich, wie heißt das im Original, Seifenstein? Majestät, die Vorlage des Spiels ist der schwarze Peter. Bei uns heißt es der blaue Hypo. Also, das ist der blaue Hypo. Wer der den blaue kriegt, Hypo. Der hat verloren. Ja? Mhm. Also, wir haben mehrere Paare. Ja? Das eine Paar ist halt. Also die Brölls, ja. Der Erwin Bröll und der Josef Bröll, genau. Die sind nicht miteinander verwandt, das sind nur Onkel und Neffe. Aha, verstehe ich. Ja. Das Giebelkreuz, ja, das symbolisiert, das ist zwei Jagdgewehre, stilisierte Jagdgewehre sind das. Ja. So, und dann haben wir hier die Sonne. Ja, ja, sehr schön. Ja. Ja, die Sonne, die vom Himmel gefallen ist in Kärnten. Das ist die Kärntner Sonne, ja. Ja, und genau. Der andere ist zu lange in der Sonne gelegen. Ja, ja. Also unter der Sonne, also in unter der Höhensonne gelegen. Ja, ja, genau. Ja? Und da haben wir das Feigenblatt. Ja. Ja? Ja? Eigentlich so. Das ist ganz klar die Aussage dieses Blattes. Wir können ja nichts dafür. Nein, wir brauchen keinen Untersuchungsausschuss. Wir sind zu feig, deswegen das Feigenblatt. Ja. Die wissen auch nichts von einem Fußballplatz. Nichts, gar nichts, genau. Gar nichts wissen die. Und da haben wir ganz klar, ja, der eine, das sieht man gleich, der eine ist ein Hirsch und der andere hat ein Geweih. Auf Platz nehmen. Seifenstein, erklären Sie die Regeln. Das Spiel funktioniert analog zu der schwarze Peter. Wer ein Pärchen gezogen hat, darf es ablegen. Wer am Schluss den schwarzen Hypo, also den blauen Hypo gezogen hat, der hat verloren und muss die Hypobank behalten. Die Spieler zielen wechselseitig je eine Karte. Es hat das sehr schön gemischt. Ja, muss ich sagen. Österreichisches Mischen. Ich schaue noch nicht nach ihr. Noch nicht? Muss man abheben? Noch? Nein, das brauchen wir in Österreich nicht. Wir wissen, dass wir total fair sind. Also wenn ein Paar hat, dann darf er das Paar runterlegen. Das hat der Zweifelstein eh gesagt. Wir dürfen anfangen zu ziehen. Die haben versteckt. Ja, ich weiß. Jetzt so. So. Danke. Also, halbe ist keine, aber. Ja, sie ist sehr schön, danke. Aber ein Bier. Ja. Ich weiß schon, ja, ich komme schon aus, gell? Danke. Also, Entschuldigung, ich habe jetzt keine Zeit. Seifenstor. Majestät. Und wir sind kein Mensch. Wir möchten heute halt auch ein Bier haben, hey. Der kleine Majestät, vormärz. Gut, danke schön, gell? So, und jetzt? Jetzt darfst du bei mir ziehen. Ich ziehe jetzt einmal. Ja. Was ist der lieber Dien? Ja, darf ich ablegen, ja. Jetzt ziehst du einen. Also, ja. Ich tue ihn nochmal verstecken, damit du ein bisschen. Ich erleichter dir das ein bisschen. So? Ja, so? Aha, ja, das geht. Ja. Ah! Schon wieder. Und jetzt ziehst du? Also ich schon wieder. Ja. Naja. Ich weiß genau, wie es rausgeht. Das ist ja das. So. Aber ich gebe dann trotzdem. Ja. Also, um ihn selber zu zitieren, also diese Hypo, das ist eine Bank, wo man auch einmal sagen kann, ja, das ist einmal eine Bank. Gell?
Ich kann dir eins sagen, du müsstest einmal vielleicht statt solche Leute wie mich einmal einen Putin einladen. Einen Rasputin kennst du schon. Ja. Ras heißt auf Russisch eins, also ein Putin. Dann nimmst du noch einen Putin. Ja. Ne, das heißt dann echt schon Putin. Wissen Sie was, Herr Verstein? Vielleicht noch ein Bier für ihn. Schauen Sie mal, ob da draußen noch jemand ist. Zu Befehl, Majestät. Ist noch einer da? Das wissen wir nicht. Wer ist noch draußen, Saffenstein? Eine völlig unbedeutende Person, Majestät, der österreichische Bundeskanzler. Und darf ich jetzt zum Kaiser? Aber selbstverständlich wird Majestät seinen Kanzler empfangen. Jö, da freu ich mich aber. Natürlich muss ein Ereignis von dieser Tragweite sofort vor der Presse verkündet werden. Na, was glauben's? Ich werde sofort den Norbert Darabosch bitten, eine Presseaussendung zu machen. Die Mühe kann er sich sparen. Feimann, ich habe extra für ihn ein Pressefoyer organisiert. Um Gottes Willen, Journalisten, da muss ich ja schnell weg. Hallo, bleibst du? Meine Damen und Herren, Beruhigung. Der österreichische Hof wird Ihnen gleich im Anschluss alle Fragen beantworten, die Ihnen die Politik nicht beantworten kann. Ja, wenn der Seifenstein was sagt, ist eigentlich eh okay. Darf ich dann? Wir zwei spielen jetzt noch eine Runde Poker. Bringen Sie ihm halt noch ein Bier, der bleibt einfach da, gell? Sein Bayer. Ne? Hin und wieder nachschauen, ob er einen Durst hat und einen Bierati bringen Sie ihm. Gell, Majestät? Ja, so, jetzt reißen Sie einen wunderbaren Applaus für uns ab, damit wir abkommen.